5 Jahre hat Harald Goltan auf eine Spenderniere gewartet. 3 bis 4 Mal pro Woche musste der Münchner Kraftfahrer abends mehrere Stunden zur Dialyse. Hier im Klinikum Großhadern konnte dem 61-Jährigen nun endlich geholfen werden. Harald Goltan wurde erfolgreich eine neue Niere eingesetzt. Von einem anonymen Spender aus Belgien. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Die Überraschung, dass es so schnell gegangen ist, dann, weil man wartet immer drauf und plötzlich ist es da. Ja, und ich würde sagen, auch so jetzt, dass man kann alles essen. Ja, vorher hat man sich einschränken müssen und kann alles trinken im Prinzip jetzt. Und das ist schon ein Lebensgefühl, ist das schon sehr hoch. Eine Nierenoperation im Transplantationszentrum München der LMU in Großhadern. Die Patientin heute hat Glück. Sie bekommt eine gesunde Niere von ihrer Schwester lebend gespendet. 1 Jahr musste diese Münchnerin zur Dialyse. So lange haben alle Abklärungen gedauert. Bei der Patientin funktionieren beide Nieren natürlich nicht mehr. Und die hat noch ein bisschen eine Ausscheidungsfunktion, aber sie hat keine Funktion mehr der Entgiftung. Das heißt, die Entgiftung muss die Dialyse jetzt übernehmen. Und ab heute Nachmittag übernimmt die Entgiftung die neue transplantierte Niere. Es reicht eine Niere, man weiß aus vielen Jahren Erfahrung, sowohl mit der Nierentransplantation wie auch mit Patienten, die aus irgendwelchen Gründen, sei es durch Unfälle oder irgendwelche Verletzungen, eine Niere verloren haben, dass man mit einer Niere sehr gut und völlig normal leben kann. Das gemeinsame, alle Organe umfassende Transplantationszentrum München der LMU ist das erste klinische Zentrum dieser Art in Deutschland. Es wurde 2010 gegründet, um die Patientenversorgung und die Qualitätssicherung zu optimieren. Doch Fakt ist, 12.000 Deutsche warten derzeit auf eine Organspende. 3 davon sterben jeden Tag. Was wir uns wünschen würden, ist, dass sowohl von der Politik wie von der Gesellschaft die Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir wieder mehr Organspender bekommen können. Wobei wir wissen müssen, dass aufgrund der Alterspyramide in Deutschland, aufgrund der ganzen Struktur bei uns, es nie ausreichen wird, mit den Nieren von Verstorbenen den Bedarf komplett zu decken. Das heißt, wir werden in den Transplantationsmöglichkeiten wie Leber, Niere, wo eine Lebensspende notwendig ist, die Lebensspende brauchen als die bessere Alternative. Aber wir müssen wenigstens den Mangel etwas reduzieren, indem entsprechend Werbung für Organspende gemacht wird und indem auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die postmortale Organspende wieder häufiger stattfindet. Professor Bruno Meiser ist der Leiter des Transplantationszentrums in Großhadern. 12.000 fehlende Organe in Deutschland. Damit will sich Meiser nicht abfinden. Er appelliert an die Politik. Die Gesetzesänderung ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Baustein. Sie müssen heute die Angehörigen fragen bei der sogenannten Zustimmungslösung, was hätte ihr Angehöriger zu Lebzeiten gewollt? Denn letztendlich haben unter 10% einen Spenderausweis und haben sich zu Lebzeiten tatsächlich erklärt. Und die Angehörigen sind in dieser Situation des plötzlichen Todes vollkommen überfordert. Die müssen ja an alle möglichen Dinge denken, aber sicherlich primär einmal nicht an die Organspende. Da mit der Zustimmungslösung der medizinische Bedarf an Organen bei weitem nicht gedeckt werden kann, fordert der Zentrumsleiter die sogenannte Widerspruchslösung. Diese wird bereits in vielen europäischen Ländern praktiziert. Dort werden erheblich mehr Organe gespendet als in Deutschland. Auch bei der sogenannten Widerspruchslösung werden die Angehörigen gefragt. Aber sie können ganz anders fragen. Sie fragen, ihr Angehöriger hat zu Lebzeiten nicht widersprochen. Sind Sie auch damit einverstanden? Und damit bauen Sie eine Brücke und damit wird vier oder fünf oder sechs anderen Menschen ein neues Leben geschenkt. Doch hier hagelt es auch harsche Kritik. Ethische Bedenken in puncto Widerspruchslösung haben zum Beispiel die Moraltheologen der LMU in München. Der Tenor, nur weil man zu Lebzeiten keinen Widerspruch einlegt, heißt das noch lange nicht, dass man automatisch einverstanden ist, seine Organe zu spenden. Es gibt viele Menschen, die dieser Frage ausweichen oder sie vertagen und sagen, im Augenblick wollen sie sie nicht entscheiden. Und die Widerspruchslösung, gesetzlich verankert, geht eigentlich von der Fiktion aus, dass der Bürger, der auf seinen Widerspruch verzichtet, gut informiert und absichtlich darauf verzichtet, genauso wie der andere Bürger, der seinen Widerspruch einlegt.
Die Organspendebereitschaft in der Bevölkerung muss zunehmen. Da sind sich zumindest alle einig. Mit der neuen Niere beginnt nun auch für Harald Goldhahn eine neue Ära. Der 61-Jährige will in Frührente gehen und das Leben noch mal richtig genießen.